Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Van Helsing. Wir ziehen hier gerade wieder durch den Wald, weil ich auf der Suche nach einem kleinen Item bin, nämlich einer alten Münze, die wir wo reinwerfen müssen. Aber die muss man halt erstmal finden. Was so das Problem an der Sache ist. Ich vermute, dass die wahrscheinlich da oben auf dem Berg liegt, an dem wir da gerade neben dran stehen. Wäre zumindest ein Ort, wo so ein Gegenstand Sinn machen wird. So, was haben wir denn? Kann ich die brauchen? Nee. Und die Rüstung auch? Nee. So, beide fort. Auf da. Geht hier auch nicht hoch. Muss ich ganz außen rum, wie es aussieht. Na gut, die Bosse sind sozusagen auch wieder da. Ach, wie ihr mich einfach alle töten wollt. Könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? Sind die wenigstens fort? So viele. Die Jungs da haben mir gerade Schaden gemacht. Wie viele sind denn das bitte? Das ist so ein Moment, wo du dir dann anfängst, leicht verarscht vorzukommen. Vielleicht wird's ja noch was. Ging sogar mit dem. Ich hätte nicht gedacht, dass das so sauber läuft. Ganz ehrlich. Nee, hier oben waren wir damals ja auch schon mal und hatten das abgesucht. Mal schauen, wo waren das Zeug? Da drin. Also ist es wahrscheinlich, dass ich irgendwo da hinten dann das finden sollte. Weil normalerweise liegt es ja relativ nah beieinander. Zumindest in dem Spiel. So, gehe ich mal absuchen. Ein paar Jungs. So, irgendwo hier, wie es aussieht. Ein großer roter Punkt. Oh, sie hat ein Level Up. Das gefällt natürlich sehr. Also weiter auf Geschicklichkeit. Hier haben wir jetzt schon die Hälfte. Wollte ich eigentlich gerade, deswegen bin ich zurückgegangen, mal nachsehen, wie viel das mittlerweile schon ausmacht. Aber ja. Muss dann einen Moment warten. Plus 20% Chance. Also sind wir am Schluss wahrscheinlich, wenn wir alles voll haben, so bei 50. So, hier war es mal nicht. Okay.
Ah, der Bug ist nochmal da. Das passiert manchmal, dann verschwindet halt das Grün von den Bäumen. Und ich weiß nicht warum. Und ist auch ziemlich scheiße, weil du dann nichts siehst. So, vielleicht auch da hinten. Das war ein normaler Schrein. Sollte sich also nicht lohnen, dahin zu gehen. Ja, Entschuldigung. Ich müsste mir eigentlich mal angewöhnen, sowas wie Husten einfach rauszuschneiden. That doesn't look like an ordinary gold coin. Keep that in mind when you need something extraordinary. So, da habe ich ihn endlich gefunden. Weil das ist nämlich eine alte Münze und eine alte Münze sollen wir ja auch in den Brunnen werfen. Also, wie komme ich da am besten hin? Muss ich sogar da vorbei an denen? So, dann nimm noch die da. Gut, dass er schnell tot war. Er wollte schon wieder mit diesem Wirbelsturmzeug anfangen. Aber der Skill ist ja noch harmlos im Gegensatz zu dem Zeug, was später kommt. Wo dir fast anders dabei wird. So, here's an ancient coin. Let's make a wish. Und wir haben uns scheinbar was sehr, sehr Schönes gewünscht. Weil wir bekommen Besuch. Ah, zumindest hat sich mein Ansehen verbessert. Ansehen verbessert sich halt ja durch Quests. It's not quite what I had in mind. So, jetzt habe ich zumindest da die, wie heißt's? Das Waffenöl und das war ja was, was wir noch wollten. So, wir dürfen also nur alle 3 Minuten sterben. Würde ich sagen, gehe ich im Moment mit Tyrann. Das macht jetzt den meisten Sinn und danach wahrscheinlich Berserker. So. Da muss ich jetzt mal schauen, wo das Schwert war. Sollte nämlich irgendwo hier oben links gewesen sein, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Schwert im Stein. I told you that I only need some weapon oil. So. Hat Katharina den gesammelt? Ja. Und was könnte es wohl sein? Excalibur. Leider schwächer im normalen Schaden, aber hat halt um Welten mehr Schutz als was wir gerade hatten. Weswegen ich das jetzt halt mitnehme und jetzt können wir aus dem Gebiet hier raus. Basilisk Pass. Ja. Jetzt gehen wir halt als nächstes hier in das Gebiet rein, dann durch eine Mine. Und dann sind wir eigentlich fast schon durch den ersten Akt durch. So, aber dann verkaufe ich jetzt erstmal alles, was wir nicht brauchen, wenn wir schon gerade da sind. Welcome back, stranger. Have you managed to find anything for me? I'm still looking. Ja, den hole ich. Die LP sind mir da relativ egal. Da bringt mir Schutz, dass ich halt weniger Schaden bekomme, denke ich mal deutlich mehr. Was ist damit? Kann weg.
Weg, weg. Das behalte ich und werde jetzt Katharina gerade anziehen. Welcome back, stranger. Und dann verkaufen wir das noch. Und dann geht es eben auf in Richtung des Waldes, den wir ja durchqueren sollen. Der ist eigentlich auch direkt um die Ecke. Ich weiß jetzt halt nicht, wie das jetzt wird, wenn ich... Das hier ist gerade der 7. Part, den ich aufnehme. Ich nehme ja immer nur 7 für eine Woche auf. Und wenn das so läuft, wie ich denke, stehen wir einfach, wenn ich da drin mich auslogge, wieder in der Stadt und ich muss alle Monster wieder kalt machen. Das wäre natürlich wunderbarst. So. Hier gibt's halt eine Menge von den Rusalkern. Also, hier gibt's relativ wenig Wölfe. Aber dafür das ganze andere Gewürm, was wir die ganze Zeit kalt gemacht haben. Und relativ wenig auch nur im Vergleich zu den anderen, weil von denen gibt's auch noch genug. So. Die sind zumindest mal keine Magier. Oh! Was war das gerade? Die Leichenfledderer machen abartig viel Schaden, warum auch immer. Das sind Ratten. Also ich habe Ratten anders in Erinnerung. Was? Was? Ich will auch nicht sonderlich viel Health übrig, also jammer nicht. Du bist ein Geist, du kannst wenigstens nicht sterben. Well, that was strange. I felt a burst of energy from the stone. You don't fiddle with ancient runestones in Borgovia. You might accidentally summon something. Ach, dann machen wir das doch gerne, wenn wir damit was beschwören können. Oh, schon wieder die da. Ich bräuchte alleine für die fast schon im Area Skill. Also AOE. Ah, muss ich wirklich Potions nur für die benutzen? Aber ich will die nur loswerden wegen den Zertrümmerern, weil die machen ja wirklich abartigst viel Schaden. Tot. Wenn ich, wie viel Geld habe ich denn? Hm, gut. Man bekommt also immer circa 20% von dem, was man hat, abgezogen. So, aber ich sehe, dass wir mit der Zeit an sich relativ am Ende sind. Und da würde ich meinen, beende ich den Part und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Van Helsing.